Jesus gibt heute seiner Gemeinde, denen, die ihm zuhören, eine Weisung, wie man miteinander umzugehen hat. Also es geht darum, wie man sich einander zurechtweist. Und das sind ziemlich klare Worte und sie bedarfen auch keiner großen Erklärung. Was mir auffällt, ist heute ein Nebensatz im Evangelium, den man sehr oft ziemlich eng versteht und deswegen glaube ich, dass er missverstanden wird. Jesus sagt auch seinen Jüngern, alles, was ihr auf Erden bindet werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Frag dich selber, was diese Worte bei dir auslösen. Also bei den meisten von uns geht es da vielleicht um die Ehe, Papst und das war's. Der Papst hat ja das letzte Wort. Das stimmt zwar, aber es ist nicht nur das. Da ist viel mehr drinnen, was von größter Relevanz für jeden von uns sein kann. Nicht jeder ist verheiratet, nicht jeder muss sich da diese Frage stellen und nicht jeder von uns ist Papst. Er muss sich auch diese Frage stellen, wir nicht, was er da binden will und was nicht. Was Jesus hier meint, ist etwas wirklich Tiefgreifendes. Es geht darum, dass das, wie du lebst, von größter Wichtigkeit und Relevanz ist. Das ist nicht wurscht, was du hier auf Erden machst. Der Herr ist zwar barmherzig und wenn du dich eine Minute vor deinem Tod bekehrst oder im Tod selbst, im Sterben, wird er dich annehmen. Das stimmt auch. Das ist diese große Barmherzigkeit Gottes und man muss dafür nichts leisten, sondern nur Ja sagen zu diesem Angebot. Aber was Jesus hier sagt, ist auch wichtig. Es geht um das Jenseits, um das Leben danach. Weil, wie du dein Leben hier gestaltest, das verändert dich. Wie du lebst, wie du mit deinen Nächsten umgehst. Ich bin auch davon überzeugt, und das ist, glaube ich, zumindest wie ich das gelernt habe, auch die kirchliche Lehre, dass wir auch Menschen, die wir kennen, die wir lieben, ja hoffentlich, bei manchen bin ich ziemlich überzeugt, im Himmel treffen, wenn wir es selber schaffen. Und wie du mit ihnen jetzt umgehst, das prägt diese Beziehung zu ihnen. Wie du mit anderen Menschen umgehst, prägt diese Beziehungen, aber auch dich. Wenn du das Wort des Herrn nicht hören willst und trotzdem versuchst, irgendwie dich durchzukämpfen, als Christ, als Christin, viele haben diese Schwierigkeit. Dass man das Evangelium hört, die Bibel oder was die Lehre der Kirche ist und es schwierigen Herzens annehmen kann oder überhaupt nicht kann. Das gibt's nicht so selten. Wenn du so eine Schwierigkeit hast, höre auf dieses Wort heute. Als Jesus geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Gesetze oder Modelle erfüllen. Das hören wir auch in der zweiten Lesung, was Paulus den Römern schreibt. Er schreibt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also es geht nicht um Vorschriften und so weiter, sondern um die Liebe. Und wie du ganz einfach dein Leben gestaltest, ob du deinen Nächsten, der dir über den Weg läuft, missachtest, oder ihn als einen vom Herrn Gesandten annimmst, wie du mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann umgehst, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit all dem, was dich umgibt, auch mit dieser Welt, das prägt und verändert dich für die Ewigkeit, sehr oft. Und man könnte auch diesen Satz von Jesu ein bisschen paraphrasieren und sagen, was du hier auf Erde in dir binden wirst,
das wird auch im Himmel gelöst sein. Und was du in dir lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Klar, der Herr kann befreien im Tod von allem, was uns belastet. Und ich bin davon überzeugt, dass er das auch gerne macht. Aber wenn du hier als freier Mensch lebst und so handelst, wie Jesus das im Sinne hätte, das prägt dich wirklich und für die Ewigkeit. Und wenn man diese Perspektive im Blick hat, die Ewigkeit, dann haben auch belanglose Dinge in unserem Leben Bedeutung. Es gibt sehr oft Situationen, ich habe das auch einige Male erlebt, wo ein Mensch einfach stirbt. Und man wollte ihm noch etwas sagen, etwas klären, hat sich aber nicht durchringen können oder es ging einfach nicht. Und dann bleibt zwischen uns beiden etwas. Und dieser Mensch stirbt und du kannst nichts mehr sagen. Du musst warten, bis du selber gestorben bist, vielleicht geht's dann. Man kann das dann klären. Aber diese nicht ausgesprochene Sache steht zwischen euch beiden. Oder ähnliche Situationen. Auch wenn du ein böses Wort deiner Schwester, deinem Bruder sagst oder sich von ihm abwendest, obwohl du ihm versprochen hast, du wirst mit ihm sein. Und es geht nicht jetzt um die Scheidung, sondern um ganz einfache Sachen. Wenn du in der Früh aufstehst, jemand aus deiner Familie, deinen Freunden dich anlächelt und du bist, ja, hattest eine schwierige Nacht oder keine Ahnung, hast keine Lust und sagst nicht einmal ein Wort zu dem Menschen, wie verletzend das sein kann. Das kann den ganzen Tag, die ganze Woche versauen, so eine Aktion. Und es prägt auch dein Herz. Und deswegen finde ich, dass dieser Satz wesentlich ist. Weil Jesus warnt uns davor, alles auf die leichte Schulter zu nehmen. Er möchte uns keine Lasten aufbürden, dass wir da wirklich alles gut, ganz gut und ganz genau beachten, analysieren und abwägen. Darum geht's nicht, sondern um ein Wort, das ein bisschen schon ausgefranst ist, würde ich sagen, um die Achtsamkeit. Achte auf dich, was du in dein Herz aufnimmst. Also, was du arbeitest, das ist eine Sache, das prägt nicht so unser Herz, hoffentlich. Oder doch, hoffentlich doch. Aber wie du mit deinen Nächsten umgehst, das prägt dich wirklich. Wie du mit dieser Welt umgehst. Es prägt dich wirklich und verändert dein Herz. Und dein Herz ist der Ort, an dem dein Gott zu dir spricht. Nicht durch mich hier oder sonst jemanden, den Papst oder sonst was. Nein, in deinem Herzen spricht Gott zu dir. Und wenn du dein Herz so gestaltest, dass Gott da keinen Platz mehr findet, weil du in deiner Verbitterung oder in deiner Verletztheit einfach verweilst und nicht einmal versuchst, zu Gott zu rufen, wie wir es in den Psalmen manchmal hören. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann wird dein Herz hart. Aber wenn du wie Jesus das tust, der am Kreuz stirbt und genau diese Worte spricht, ich glaube, das ist Psalm 22, Gott, warum hast du mich verlassen? Verändere mein Herz, öffne es, löse in mir, was mir das Leben unmöglich macht und binde in mir, was mein Leben glücklich machen kann. Wenn du diese Worte immer wieder aussprichst, wenn es schwer wird, dann wird dein Herz anders sein. Offen auf sein Wort und letztendlich auch offen auf den anderen und diese Welt. Ich will hier nicht so moralisieren, darum geht's nicht, sondern um wirklich den Blick auf etwas Wesentliches zu werfen. Was du aufnimmst, das verändert dich. Wenn du jeden Tag zu Hause, sagen wir, 6 Stunden Freizeit hast,
Und von diesen 6 Stunden sitzt du 5,5 Stunden vor dem Fernseher und deine Frau, dein Mann, deine Kinder oder deine Eltern dir wurscht sind, das prägt die Familie. Nachhaltig. Aber wenn du es anders machst, wenn du merkst, dein Herz ist so, dass du dich deiner Familie nicht zuwenden kannst, deinen Freunden, den Menschen, die dir über den Weg laufen oder die Welt dir völlig egal ist, dann rufe zum Herrn, dass er dein Herz heilt, dass er dich verändert, dich ermutigt und dich an der Hand nimmt. Und vielleicht kannst du dann 10 Minuten mehr mit deinem Nächsten verbringen, ihm mehr Aufmerksamkeit schenken und wirklich darauf mehr achten, was du in dein Herz aufnimmst. Und habt keine Angst davor. Klar ist es anstrengend. Alles im Leben kann anstrengend sein. Aber es geht nicht darum, wie müde du dabei sein wirst, sondern wie dein Herz für die Ewigkeit vorbereitet wird. Und ich möchte dir von diesem Ort sagen, das ist möglich. Das ist manchmal sehr mühsam, manchmal kommt es sehr leicht, aber das ist möglich. In dieser Haltung der Achtsamkeit zu leben, nicht so sehr dem Nächsten und der Welt gegenüber, sondern in der Achtsamkeit, was du in dein Herz aufnimmst, was du mit deinem Herzen machst. Und das äußert sich meistens eben durch diese Beziehungen nach außen. Aber achte auf dein Herz, weil Gott möchte zu dir sprechen. Er spricht ständig zu dir. Und dass du ihn nicht hörst, ist nicht unbedingt deine Schuld. Aber du kannst etwas machen, damit du diese Stimme besser vernehmen kannst. Und das ist das, was ich heute in diesem Evangelium sehe. Und vielleicht kann es dich auch ermuntern und ermutigen, damit du dein Leben in die Hand nimmst und es dem Herrn auch übergibst.